Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier seid zum Krippenspiel, um die Geburt Jesu Christi zu feiern. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass Sie gekommen sind. Auch an den Fernsehgeräten und am Internet, katholisch.de und EWTN, übertragen diese Krippenfeier live. Auch Ihnen alles Gute. Ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir diese Nacht, diesen Abend gemeinsam feiern. Diesen Abend, der Frieden bringen soll. Grüßen wir unseren Friedensfürsten. Grüßen wir Jesus Christus im Kyrie. Mächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
lasset uns beten. Gütiger Gott, Jahr für Jahr erwarten wir voll Freude das Fest unserer Erlösung. Gib, dass wir deinen Sohn von ganzem Herzen als unseren Retter und Heiland aufnehmen, damit wir ihm voller Zuversicht entgegengehen können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie ein, gerne Platz zu nehmen. Und die Kinder, die können gerne nach vorne kommen, hier vorne zu den Chorschranken, damit ihr gleich besser sehen könnt beim Krippenspiel. Kommt ruhig alle nach vorne, aus allen Ecken nach vorne. Kommt gerne hierhin. Schickte Gott den Engel Gabriel als seinen Boten in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth. Dort wohnte eine Jungfrau. Sie war verlobt mit Josef, einem Mann aus der Familie des Königs David. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei Maria ein und sagte: Sei gegrüßet, Maria, freu dich, Gott ist mit dir, er hat dich erwählt. Maria erschrak und überlegte, was diese Worte wohl bedeuten mochten. Doch Gabriel sagte: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Gott hat dich lieb. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Wie soll das geschehen, da ich mit keinem Mann zusammen bin? Für Gott ist nichts unmöglich. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, wird über dich kommen. Deshalb wird dein Kind groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Ich bin die Magd des Herrn. Was Gott will, soll mir geschehen. Danach verließ der Engel Maria wieder. In jener Zeit herrschte Kaiser Augustus in Rom. Er befahl, dass alle Menschen, die in seinem Reich lebten, sich in Listen eintragen sollten. Salve, ihr Leute, alle mehr Höhe hören. Ich bin ein Bote des Kaisers Augustus. Der Kaiser will euch zählen lassen, deshalb muss jeder in seine Heimatstadt. Folgt dem Befehl des Kaisers. So zog auch Josef mit Maria von Nazareth nach Bethlehem.
die Heimatstadt der Familie Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartet. Wir sind endlich da. Dort ist ein Wirtshaus. Klopf doch mal an. Ja, was gibt's denn? Habt ihr einen Platz für uns frei? Alles belegt. Schaut anderswo. Ich hab zu tun. Was wollt ihr mitten in der Nacht? Habt ihr ein Zimmer für uns frei? Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Ich habe keinen Platz. In ganz Bethlehem ist kein Gasthaus mehr frei. Überall schlafen Leute, die zur Volkszählung wollen. Aber Maria erwartet ein Kind. Ich habe nur noch einen Stall. Da könnt ihr schlafen. Nehmt diese Decke und die Laterne. Ich führe euch hin. Weil sie in der Herberge keinen Platz bekamen, zogen sie in den Stall. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen. Sein Lichtglanz umstrahlte sie. Warum ist es heute so hell hier? So ein helles Licht habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es ist ein Engel. Ich habe Angst. Was will der von uns? Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch und dem ganzen Volk eine große Freude. Heute wurde in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Herr. Ihr werdet ihn erkennen. Ein Kind in Windeln gewickelt, das in einer Futterkrippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobt und jubelte. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
Als der Engel sie verlassen hatte und in den Himmel zurückgekehrt war, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Wir haben den Heiland gefunden. Es ist alles so, wie der Engel gesagt hat. Und alle, die das hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. In dieser Nacht, in einem fernen Land im Osten, fanden drei gelehrte Männer keinen Schlaf. Etwas ließ sie unruhig werden. Heute ist alles so anders. Ich sehe merkwürdige Zeichen am Himmel. In dieser Nacht soll es geschehen. Ein König wird geboren, ein Friedensfürst. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Heute hat sich der Himmel über dem Land Juda geöffnet. Bethlehem heißt der Ort, wo das Wunder geschah. Die Sterndeuter begaben sich auf die Reise in eine unbekannte Zukunft, getrieben von der Sehnsucht und dem Wunsch, den König der Welt, den Heiland, zu finden. Wir sind da. Schaut mal, die vielen Sterne am Himmel. Hier müsste es sein. Hier? Aber hier ist Kevela. Wo Menschen sind, die den Heiland und seine Mutter ehren, ist das Ziel nicht mehr weit. Ja, der Ritter ist allen nahe, die ihn suchen. Also auch in Kevela? Ja, auch in Kevela. Lasst uns dem Stern weiter folgen. Thank you.
Jetzt habt ihr wunderbar gesehen, wunderbar wurde euch vorgespielt, wie das damals mit der Geburt war, mit der Geburt Jesu. Wirklich klasse gemacht. Habt ihr mitbekommen, wer Jesus alles besucht hat? Jesus liegt da jetzt hier in der Krippe, er ist geboren worden und dann kamen einige zu Besuch. Habt ihr mitbekommen, wer das war? Also die Dorfbewohner, die erst die abgewunken haben. Genau, die erst die Dorfbewohner, die hier, die Dorfbewohner, soll ich schon was verraten? Sag mal. Das waren die drei Könige. Genau, die drei Könige. Die Engel. Genau, ein Engel war auch mit dabei. Aber da waren noch welche dabei. Der Engel. Genau, der Engel. Wer hatte noch? Die Hirten. Genau, die Hirten. Es waren also ganz viele, die Jesus an der Krippe besucht haben. Die Engel, die Hirten, die Dorfbewohner. Und die sind hier vorne, standen auch noch. Welche habt ihr da noch in der Rück? Schafe. Genau, Schafe. Ganz, ganz viele sind zur Krippe gekommen, sind zu Jesus gekommen. Genau wie wir heute. Genau wie ihr heute sind damals, als Jesus geboren wurde, alle Menschen, alle Herrscharen hingekommen. Genau wie wir das heute tun. Und habt ihr noch in Erinnerung, was der Engel gesagt hat? Der Engel über Jesus? Weißt du es noch? Fällt dir gleich wieder ein. Okay, gut. Weiß noch jemand, was der Engel gesagt hat? Fürchtet euch nicht. Genau, fürchtet euch nicht. Und, er hat noch mehr gesagt? Ein großer König wird geboren. Genau, fürchtet euch nicht, ein großer König wird geboren. Und genau das feiern wir heute. Genau das feiern wir in der Heiligen Nacht. Dass wir uns nicht fürchten müssen, weil Jesus Christus geboren worden ist, weil er der große König ist, weil er uns beschützt, weil er uns lieb hat. Genau das feiern wir heute. Und ehren wir jetzt Jesus mit Weihrauch. Ihr könnt euch wieder hinsetzen, ihr könnt euch wieder zu euren Eltern gehen. Vielen Dank euch. Herr Jesus Christus, du bist Kind geworden, Kind in unsere Welt. Zu dir dürfen wir kommen
mit all unseren Bitten, mit all das, was wir dir sagen wollen. Wir bitten für unsere Familien, für unsere Oma, für unseren Opa, unsere Eltern und Geschwister. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir bitten für unsere Freunde und Nachbarn. Steh du ihnen bei, stärke sie in ihrem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für all die Menschen, die Angst haben und in den Kriegsregionen unserer Welt leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere Kinder und Jugendlichen. Stärke du sie, sei bei ihnen, führe sie ihre Wege. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten in einem Moment der Stille für die Menschen, die unser Gebet brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, dir dürfen wir alles bringen, weil du uns so nah geworden bist in der Krippe, weil du so nahe bei uns bist, können wir dir alles sagen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Zur Kollekte können die Kinder, die vielleicht schon ein Kollekten, ein Kollektenpöttchen mithaben, das alles mitnehmen und zur Krippe bringen, hier vorne zur Krippe. Für die Erwachsenen gilt es auch, dass wir heute kollektieren für Adveniat. Geben Sie reichlich, die Kinder und die armen Menschen können es gebrauchen. Dieses kleine Kind, als es größer war und zu beten gelehrt hat. Dazu lade ich alle herzlich ein, die Hände zu einer Schale zu halten, die Hände auseinanderzunehmen und Gott um all das zu bitten, was auf unseren Herzen liegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fast zum Schluss unserer Krippenfeier darf ich erstmal euch danken, dass ihr uns das ganze Spiel vorgespielt habt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Ihr wart bestimmt aufgeregt, aber ihr habt super gemacht. Vielen Dank. Ich danke auch dem Chor, dass ihr uns so wunderschön mitgenommen habt in dieser Krippenfeier. Ich danke euch Messdienern, dass ihr mit dabei wart. Ich danke den Küstern und allen, die unsere Kirche so wunderbar geschmückt haben. Es sind immer viele Menschen, die im Hintergrund wirken. Es sind viele Menschen, die das erst möglich machen. Ihnen allen vielen Dank. Euch und Ihnen wünsche ich frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten, dass Sie wirklich den Frieden, der von der Krippe ausgeht, spüren können. Und dazu bitten wir um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben. Und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.